Meine Lieben, ich darf euch ganz herzlich willkommen heißen hier zu einer neuen Folge Football Manager 2015 von Sports Interactive. Heute hier im Part Nummer 96 hier an diesem Freitag. Denn wir haben heute Freitag, den 19. Juni 2015 und damit herzlich willkommen. Nach dem Testspielsieg im gestrigen Part gegen den AC Monza steht heute wieder der Liga-Alltag an. Es geht gegen Sassuolo, dem Tabellenfünften. Und dann würde ich sagen, gehen wir auch gleich rein in die Partie. Wir starten rein mit einem 4-3-3. Hier ist unsere Mannschaft, mit der werden wir rein starten. Und ich hoffe doch mal, dass es eine gute Partie wird. Ibabo, kompletter Stürmer, sagen sie dann hier zu links nach innen ziehen. Da eigentlich hat er schon die optimalste Position. Von daher würde ich sagen, können wir jetzt hier ohne Probleme reingehen. Standardsituation, da könnte man hier mal sortieren. Halilovic hat bei Ecke einen guten Wert, 16. Ziehen wir hier auf jeden Fall mal rein. So, dann nehmen wir die mal raus. Gucken nochmal nur links. Okay, dann darf Halilovic nur auf links. Rechts. Links. Rechts. Rechts. Links. Dann hier nach Ricky Alvarez Mateo rechts. Haben wir schon. Kuzmanovic haben wir auch schon. Bakali beide. So, dann haben wir das. Freistöße. Gucken wir auch mal hier nach dem besten Wert. Da ist es Halilovic momentan mit einer 15. Dann Guarin mit einer 14. So. So, ich denke mal, das haben wir dann soweit. Einwürfe sollten wir auch mal gucken. Jonathan. Rechts. Rechts. Rechts, Mittel rechts. Mbaye auch rechts. Monier, wenn er da dran ist, auf links. Und dann können wir das mal so lassen. Und dann gehen wir rein in die Partie. Sind auch die einzige Partie an diesem Sonntag, Anstoßzeit 15 Uhr in Sassuolo. Schiedsrichter Gianluca Rocchi. 16 Spiele in der Saison gemacht. 6 rote, 67 gelbe. Macht im Schnitt 4,2 pro Spiel. Das ist natürlich ordentlich Holz. Sehen hier die Elf in einem 4-3-3 oder irgendwas in der Art. Sehen hier Cervinho schon 5 Buden, Bakker 3 Buden und Sebastian Ibabo ebenfalls mit 3 Buden. Können dann jetzt hier gleich reingehen. Wie gesagt, unsere Elf steht. Oh, mich schon wieder da. So, gehen wir rein. Ein Spieler braucht noch eine Rückennummer. Ist Roman Bürki. Kriegt die 12. Und dann können wir eigentlich auch gleich reingehen in diese Partie und hoffen einfach mal auf ein gutes Spiel und ein gutes Erfolgserlebnis. Wir können durch einen Sieg an 8 Mannschaften vorbeiziehen, so auch an AS Rom, unserem Rivalen. Hoffen wir doch einfach mal auf ein schönes Spielchen. So, Ratschläge umsetzen, das ist ein bisschen mickrig. Was sagt ein Salzarulo? Der sagt schon deutlich mehr hier. Howard Nordfeit sehen wir hier, unseren Ex-Mann, den kennen wir ja wirklich aus dem FF. Pressing auf jeden Fall die Mittelfeldleute, Chipsa, Rossi. So, dann haben wir das. Enge Manndeckung, sollten wir auf jeden Fall auf Sau aufpassen. Soll keine Beleidigung sein, ist nur der Name des Spielers.
weil man kann das Ganze auch zweideutig verstehen. Den hier Ante Rebic, den kennt man ja noch von RB Leipzig. Scheint sich dort wohl nicht durchgesetzt zu haben, sodass er jetzt hier bei Sassuolo unter Vertrag steht. Gucken wir mal drauf. Ist geliehen, okay. So, und gehen wir mal weiter. Wir sollen da weitermachen, wo wir zuletzt aufgehört haben. Sagt es jeder, oder? So, geht raus, beeindruckt mich. Geht einfach raus und amüsiert euch. Macht es so wie beim letzten Mal und dann haben wir Vertrauen in euch. So, dann können wir reingehen. Auf geht's in die Partie, wünsche euch viel Spaß. Und Sassuolo mit dem Anstoß. Dann gleich mal Konzentration. De Ambrosio, oh Gott, rettet hier zur Ecke. Icardi im Abseits, Vidic mit einer gelben Karte. Hier relativ früh verwarnt, jetzt haben wir, nee, Sassuolo die Möglichkeit, Sau. Sau nach innen, 1-0, Sassuolo, Marquinho. Zweites Saisontor, 8. Minute, wir fallen zurück auf 10. Und Blitzauftakt hier für Sassuolo. Geht hier durch, flankt nach innen und dann ist der Ball drin. So schnell geht das. Und die nächste Chance für Sassuolo. Harvard Nordfight. Auf Chipster, Pfosten, Nattenknaller, 2-0, Bianchetti. Es darf doch nicht wahr sein. Oh, Manometer. Ist doch nicht zu fassen. Wie kann man nur eklatant hier so agieren? Das geht nicht. Das geht einfach echt nicht. Wie kann man sich nur so... Ach, mir fehlen die Worte. Kann's nicht glauben. Icardi. Icardi nach innen, Ibabo außen. Netz. So, mal gucken, was jetzt so passiert. Consigli. Nach vorne. Rossi. Auf Schipsa, Schipsa auf Nordfight, Nordfight auf Perussi, Perussi auf Giaccherini, Giaccherini auf Perussi, Perussi auf Harvard Nordfight, er auf Schipsa, Schipsa auf Sau, Sau auf Rossi und neben das Tor. Zum Glück hier. Und Handanovic auf Juan Jesus, auf Medel, Medel auf Kuzmanovic, auf Guarin, Guarin nach außen auf Mohammed. Mohammed lässt sich fallen gegen Nordfight und Gladbach hat den Ball. Sau. Auf Marquinho. Marquinho nach innen, Sau. Und es gibt Ecke. So, Giaccherini. Und Foul von Bianchetti, sonst hätte es hier schon 3-1 gestanden. 3-0. Kuzmanovic. Auf De Ambrosio. Und schon wieder die Chance dahin. Guarin. Auf Ibabo. Ibabo. Oh Mann, lässt sich fallen. Chipsa. Auf Vidic. Kuzmanovic. Auf Salah. Salah nach außen. Auf De Ambrosio. Er nach innen. Icardi. 1-2. Anschluss.
16. Minute, dritte Saisontor, Mauro Icardi. Schöne Vorarbeit hier von Danilo De Ambrosio. Und schon steht es hier nur noch 1:2. So, Consigli nach vorne auf Rossi. Rossi auf Sau. Sau auf Nordfight. Nordfight auf Rossi. Rossi nach außen auf Perussi. Perussi auf Giaccherini. Perussi auf Harvard Nordfight. Harvard Nordfight auf Perussi. Perussi auf Rossi. Rossi auf Giaccherini. Und Samir Handanovic hat ihn. So, gelb für Jonathan, der nächste, der hier vorbelastet ist. So, Freistoß. Harvard Nordfight auf Giaccherini. Giaccherini auf Marquinho. Marquinho auf Longhi. Longhi auf Marquinho. Auf Sau. Und Handanovic hat ihn. So. Der Ambrosio wirft sich gut in den Schuss, kriegt auch nochmal den Ball. Zurück auf Nemanja Vidic. Vidic auf der Ambrosio und Sassuolo dazwischen. Schipsa auf Nordfight. Nordfight auf Marquinho und Jonathan dazwischen. Mohammed. Oh, und der Gegner wieder. Der Ambrosio, klasse. Juan Jesus auf Medel, wieder zurück auf Handanovic. Auf Vidic, Vidic auf Guarin. Guarin auf Ibabo. Ibabo, immer noch Victor Ibabo. Und das war jetzt Käse hier. So, haben schon die nächste Chance, Jonathan per Einwurf auf Salah, wieder auf Jonathan nach innen. Guarin auf Medel. Abgeblockt, Icardi, Ausgleich. 36. Für das Saisontor für Mauro Icardi. Wir klettern auf Rang 7. Geht doch. Medel mit dem Schuss, Icardi mit dem Nachschuss. So einfach ist es. So, Jonathan mit dem nächsten Einwurf. Auf Mohammed. Mohammed nach innen auf Ibabo, der völlig frei steht. Ibabo abgeblockt. So, Perussi. Auf Rossi und wieder dazwischen. Sau Kusmanovic dazwischen. Mohammed. Nach außen auf Ibabo. Ibabo, immer noch Ibabo. Neben das Tor. Trifft den Ball nicht richtig. Eine Minute Nachspielzeit und dann gehen wir hier mit einem 2:2 in die Pause. War eine ordentliche Leistungssteigerung hier auf jeden Fall. So. So, Ihr habt einfach hier Pech gehabt, aber gute Leistung bis dato, das kann man schon so sagen. Ich hatte ja schon Gedankenspiele, die Taktik umzustellen in der Pause, aber bei einem 2:2 braucht man es nicht. Weil 2:2 ist schon ordentlich. Haben die Jungs klasse gemacht, wir haben halt jetzt zwei gelb vorbelastete. Und es ist natürlich eine Gefahr für sich, passiert da was, dann sind die hier mal gleich draußen. So, da kann ich jetzt leider nicht mitreden. Jonathan, da müssen wir jetzt auf jeden Fall wechseln. So, kommt Doncor rein. Und für Vidic, da wird dann Fabian Scher spielen.
So, dann gehen wir rein in die zweite Hälfte und hoffen hier natürlich auf eine tolle Partie, wo wir vielleicht noch die Führung machen können. Donkor auf Mohammed. Mohammed. Auf Medel, Medel nach außen auf der Ambrosio. Flanke nach innen, Icardi übers Tor, schade. So, da passiert jetzt in der Viertelstunde erstmal gar nichts. Auch in der restlichen Zeit nicht, sodass wir fast schon den letzten Wechsel machen können. Handanovic mit dem Ball auf Juan Jesus. Er auf Kuzmanovic. Kuzmanovic schön vorgelegt hier auf Mohamed Salah. Er nach innen, Icardi, um Gottes Willen. Und das verleitet mich dann zum nächsten Wechsel. Und zwar zum Einsatz von Divock Origi. Für Icardi, damit wir hier einfach... Begrüße die beruhigenden Worte, wunderbar, dann gehen wir hier auch rein. Und fahren jetzt nicht mehr auf Angriff, sondern auf Konter. Donkor mit der gelben. Und Leonardo. Nach innen, aber Handanovic hat ihn. So, Medel auf Guarin, auf Cher, auf Juan Jesus, auf Kuzmanovic. Kuzmanovic auf Mohammed. Mohammed auf Origi, Origi auf Kuzmanovic. Kuzmanovic nach außen auf Donkor, zu weit nach vorne gelegt. Longhi. Nach vorne Juan Jesus auf Guarin. Guarin auf Kuzmanovic, Kuzmanovic auf Medel, Medel auf Guarin. Guarin nach außen auf Donkor, Donkor nach innen. Ibabo mit dem wunderschönen Schussversuch hier. Wird am Ende leider nicht belohnt. Sau. Auf Nordfight, auf Chipsa. Nordfight auf Chipsa. Chipsa auf Marquinho. Marquinho auf Chipsa. Chipsa auf Marquinho. Abgeblockt, Longhi. Und Kuzmanovic hat ihn. Auf Origi, Origi auf Guarin. Und ich muss jetzt mal reingehen. Doch noch hier ein bisschen was noch anpassen zu den Aufgaben. Weil Origi ist kein Stoßstürmer. Der ist nämlich ein kompletter Stürmer da vorne. Und den kriegt er auch. Sodale. Jomber mit dem Foul. Es gibt den Freistoß für uns. Aber der war wohl nix. Fausto Rossi verletzt. Wäre kommt da rein. Und Nordfight mit dem Einwurf. Medel mit dem Ball nach vorne. Longhi auf Sau. Och nö! Oh Mann, das darf doch nicht wahr sein! Wir hatten da jetzt nicht aufgepasst. Sau mit dem Schuss. Oh, da stand niemand. Kein Wunder. So, irgendwie muss jetzt das 3-3 her. Irgendwie. Handanovic auf Cher. Cher auf Guarin. Guarin auf Kuzmanovic. Kuzmanovic auf Donkor. Schon wieder zu weit vorgelegt. Nordfight. Das war doch kein Foul. Gelb-rote Karte für Medel. Ist doch nicht wahr, das war kein Foulspiel. Kjomber.
auf Chipsa, wieder zwischen Orici. Oh, und das war nix. So, es muss alles nach vorne, egal jetzt wie. Es muss der Lucky Puncher. Ibabo. Auf der Ambrosio. Der Ambrosio mit der zweiten Möglichkeit. Sau auf Marquinho. Und Juan Jesus. Sau auf Nordfight. Auf Bianchetti, auf Marquinho. Immer noch Marquinho. Sau dazwischen, Longhi. Auf Nordfight wäre Leonardo. Leonardo trifft den Ball nicht richtig, Abstoß. So, Orici. Aber toll gespielt von Orici, muss man schon sagen. Fehlt halt die Entschlossenheit hier. So, Doncor. Vielleicht nochmal die nächste Möglichkeit. So, Chipsa. Sau. Auf wäre Guarin. Auch nach vorne. Auf Orici. Und Papp dazwischen. Eine Minute noch. Gibt den Lucky Punch. Orici über das Tor. Dann haben wir es auch nicht verdient, ganz ehrlich. Wir haben gut gespielt, sind gut zurückgekommen nach dem 2-0 Rückstand. Aber die Heimmannschaft zeigt hier, wie man spielen muss. Marquinho zurück auf Nordfight. Handanovic hat ihn und es dürfte es dann gewesen sein. Wenn jetzt nicht noch ein Wunder passiert in den letzten 5 Sekunden, aber ich denke mal nicht. Und dann ist die Partie vorbei im Stadio Chilio. Wir unterliegen hier US Sassuolo mit 2:3 am Ende. Ich denke, nach so einer Niederlage sollten wir wirklich mit der Mannschaft mitfühlen. Das machen wir auch. So, Co-Trainer Medel, das war kein Foul gewesen. Von daher trifft ihn eigentlich keine Schuld. Wir fallen durch die Niederlage auf Rang 10 zurück. Haben immer noch 3 Punkte Rückstand auf den Tabellendritten. Also die Liga ist unfassbar eng hier. Von daher haben wir hier noch alle Möglichkeiten. Und können dann jedenfalls weitergehen. Inter Mailand verliert spät. Das wissen wir auch. Abschließende Pressekonferenz. Co-Trainer Medel für ein Spiel gesperrt. Eine Warnung braucht er nicht. Das bestätigen wir einfach. Weil das war auch, wie gesagt, keine gelbe Karte, die hätte fallen müssen, weil, wie gesagt, es kein Foulspiel war. Und wir machen jetzt einfach so weiter, haben in 6 Tagen dann unser nächstes Spiel gegen US Città di Palermo. Und dann geht's wieder in eine neue Woche, wo wir dann auch am Donnerstag Folge 100 feiern werden. Ist natürlich auch schon eine ordentliche Stange hier von dem Projekt. Natürlich sind es 76 Folgen, die wir bei Gladbach verbracht haben. Und der Rest jetzt, wie gesagt, schon bei Inter Mailand ist auch schon ordentlich. So, Galtier übernimmt bei Caen. Barcelona hat ein Problem auf der Torhüterposition. Wahrscheinlich hat sich Ter Stegen verletzt. Und dann gehen wir jetzt, wie gesagt, weiter. Und gucken mal. Oh, Matteo ist wieder zurück, Hernan ist zurück.
So. So, Verletzungspech für Eto und dann können wir weitergehen. Im Spielverlauf haben wir jetzt noch 4 Tage und dann kann es reingehen. Und wir hoffen hier, wie gesagt, auf ein schönes Spiel unserer Jungs dann und dass wir hier erfolgreich in die Woche kommen. Sehen hier einige 11 der Wochen Auszeichnungen. Dann hier ein Ergebnis aus der asiatischen Champions League. Österreichischer Pokal, der FC Dornbirn unterliegt hier Admira Wacker. Dornbirn, eine wirklich schöne Stadt, war ich auch schon in Österreich. In Vorarlberg, in der Nähe von Bregenz gelegen. Lohnt sich auf jeden Fall, dort gibt es nämlich wunderschöne Sachen zu sehen. Sehen hier der Ligaspielalltag, der für einige Mannschaften hier wohl in die nächste Runde geht. So. Nichts weiteres Interessantes. Trainingssitzung, da gucken wir jetzt mal drauf, was unser Facchetti so sagt. Zanetti auf Liste schicken. Mboke und El Badawi. Machen wir doch. Machen wir doch und dann gucken wir jetzt hier einfach weiter. Sehen Florenz gegen Udinese 1:1 unentschieden. Das Ergebnis kommt uns ja auch irgendwie bekannt vor. Und wir haben jetzt, wie gesagt, die nächsten Tage sehen hier, dass wir an einem Samstag antreten müssen. Gegen US Città di Palermo sehen Perugia unterliegt 1:2. Vercelli Calcio. Dann sehen wir hier noch weitere Ergebnisse. Dessel Sport gegen Lierse, sehen wir, dass Lierse 2:1 gewonnen hat durch die Treffer von Borabia und Sala. Dann in der Europa League sind auch so einige Ergebnisse, die wieder durchgelaufen sind. Und hier sehen wir jetzt die Ergebnisse. Cagliari US Palermo 0:0. Empoli gewinnt 1:0 durch das Tor von Papis Demba Cissé wahrscheinlich. Genauso sieht's aus, der Spieler, der ja sich was geleistet hat bei Newcastle, hatte nämlich seine Frau betrogen, indem er dann einfach eine aus dem Senegal geheiratet hat in Paris. Geschichten gibt's, die man so wirklich nicht glaubt. Und jetzt aktuell an dem Tag ist so ein Interesse aufgestoßen für einen Spieler, wo ich gerade so gelesen habe, er könnte in Kürze zu Inter Mailand wechseln. Aber da muss ich nochmal drauf gucken, wer das war. Dann wird der möglicherweise hier ein Spieler sein, den wir dann in der Winterpause holen. Und wir haben, wie gesagt, hier noch diese 3 Tage. 68 München verliert einen Schlüsselspieler. Wichtige Termine im Oktober, wie wir hier sehen. Trainingsbericht. Sollen sie einfach so weitermachen. Tor des Monats in der Serie A haben wir Milanovic, Silva, Widmer und Igalo. So, einer von uns in der 11 des Monats mit Icardi, das freut uns natürlich. Sonst noch irgendwas? Nee, sieht nicht aus und dann geht's weiter. Sind nur noch 2 Tage, bis wir dann endlich rein können und ich hoffe, dass wir gegen Palermo in Palermo besser spielen werden. Weil das, was wir jetzt geleistet haben gegen Sassuolo, ist unterste Schublade, weil gegen Sassuolo muss man gewinnen. Spielverschiebung beantragen. Warum das? Wegen was denn? Spieler abberufen. Inter Mailand muss im kommenden Ligaspiel auf 3 Spieler verzichten, da diese sich auf Länderspielreise befinden. Halilovic, Milinkovic, Savic und Bakkali. Spiel nicht verschieben. Wieso sollte man es verschieben? Die 3 Spieler können ruhig gehen. Habe ich gar kein Problem mit. Deutschlandauftrag beendet. Sam, Çalhanoğlu und Rudi. So, um was geht's denn? Wechsel zum Manchester United. Och, Matteo.
So, ich will sie nicht verlieren. Ich verstehe, dass ihr Herz daran hängt, aber ich kann sie nicht gehen lassen. Ich verstehe ihre Gründe und ich verspreche, dass ich jedes Angebot akzeptieren werde. Nee. Ich verstehe ihren Wunsch, in der Champions League zu spielen, also bin ich bereit, sie gehen zu lassen, wenn wir uns diese Saison nicht qualifizieren. Einverstanden, ich werde alles tun, um diese Saison die Qualifikation zu packen, aber wenn wir scheitern, will ich den Verein verlassen. Okay, dann haben wir das zumindest auch geschafft, ihn ein bisschen zu besänftigen, weil ich denke mal schon, dass wir die Möglichkeit haben, uns zu qualifizieren. Es ist halt nur die Frage, dass wir halt hier langsam in die Pötte kommen müssen. Und vielleicht spielen wir jetzt einfach im 3-5-2 dann gegen Palermo. Vielleicht einfach mal ein bisschen besser. Und wir sind jetzt am Spieltag, wie gesagt. Dann würde ich sagen, wünsche ich euch jetzt auf jeden Fall einen schönen Freitagnachmittag, einen schönen Freitagabend, einen schönen Start ins Wochenende. Und wir hören uns dann wieder in einer kommenden Woche mit Inter Mailand. Und dann würde ich sagen, wünsche ich euch jetzt auf jeden Fall einen schönen Tag. Macht es gut. Euer Sphinx Mido und Servus.